Du suchst nach einem Weg, nach einer Methode, dich von deinen finanziellen Sorgen zu befreien, einen Weg, wie du schuldenfrei wirst? Bleib dran, in diesem Video erfährst du, wie es ganz leicht und einfach geht. Hi, ich bin Patrick von der Cashflow You. Und haben wir alle nicht den Wunsch, das Streben nach finanzieller Unabhängigkeit, nach finanzieller Sicherheit? Wollen wir das nicht alle erreichen? Klar, da wollen wir doch alle hin. Doch eine Grundvoraussetzung dafür, der erste Schritt ist, dass wir uns auch hier mit unseren Schulden auseinandersetzen. Dass uns klar wird, dass wir uns klar darüber werden, welche Schulden haben wir letztendlich. Gute als auch schlechte Schulden. Gute Schulden meint Schulden für Investitionen, für Anlagen, für Vermögenswerte, was uns Geld bringt. Ja, das kann eine Immobilie sein, das kann eine Geschäftsbeteiligung sein, das können weitere Vermögenswerte sein, ja, wie ein Buch zum Beispiel. Schlechte Schulden sind so Dinge, ja, Verbindlichkeiten, die uns einfach nur Geld kosten. Finanzierung für einen Laptop, Küche, Auto, vielleicht noch der Urlaub, der noch abbezahlt wird. Ja? Also alles, was uns Geld kostet. Und hier ist es wichtig, das einmal in die Übersicht zu bringen. Und für den einen oder anderen ist es, sich so damit zu beschäftigen, wie ein Zahnarztbesuch. Es ist nicht ganz angenehm, doch es muss am Ende einfach mal sein. Und ich verspreche dir, je besser du mit deinen Schulden umgehst, je besser du diese Übersicht hast, desto einfacher verläuft auch am Ende dein Leben und so einfacher ist und angenehmer ist dein Alltag am Ende. Und willst du mehr Cashflow-Vermögen, dann lerne mit deinen Schulden umzugehen. Es gibt im Buch von Robert Kiyosaki und Richard Poor, der zitierte eine Lektion seines reichen Vaters, der zu ihm sagte, wenn du jemandem Geld schuldest, wirst du Knecht seines Geldes. Ja, das heißt, schulden wir der Bank Geld und zahlen das Ganze ab über 10, 15, 20, 30 Jahre, dann bekommen wir am Ende nach Tilgung der Schuld noch nicht mal eine Medaille, noch nicht mal eine Urkunde dafür. Doch wie fängst du jetzt an? Wie beginnst du, um dich von deinen finanziellen Sorgen zu befreien, deine Schulden zu tilgen? Ganz einfach. Du nimmst ein weißes Blatt Papier und schreibst einfach mal auf, welche Schulden du hast. Du hast hier vielleicht noch eine Küche, die du noch abbezahlst, wo noch 7.000 Euro offen sind. Und zahlst hier 350 Euro monatlich. Ja? Wichtig ist die Schuld, den Gesamtbetrag, was noch offen ist, und den monatlichen Mindestbetrag, den du dafür zahlst. Jetzt hast du hier vielleicht noch ein Auto, hier sind noch 6.000 Euro offen und zahlst hier 200 Euro monatlich. Dann hast du noch die Kreditkarte aus dem letzten Urlaub, hier sind vielleicht noch 1.000 Euro offen und zahlst hier monatlich 100 Euro. Und damit hast du schon den ersten Schritt getan, hast eine Grundlage gelegt, du hast dir einfach mal eine Übersicht verschafft über deine Schulden, was am Ende noch offen ist. Ja, das kann noch mehr sein, je nachdem, wie es bei dir letztendlich ausschaut. Als nächstes nimmst du dir ein nächstes Blatt, ein weiteres Blatt Papier und machst darauf Quadrate, Vierecke und schreibst in diese Vierecke links oben den Namen der Schuld, rechts oben den Gesamtbetrag, ja, was noch offen ist, 7.000 Euro und links unten den monatlichen Mindestbetrag, den du dafür aufbringst. Küche haben wir 350. Ja, das machst du hier mit dem Auto, 6.000 Euro, hier die Kreditkarte, 1.000 und hier unten 100 Euro. Hast du Schulden, Verbindlichkeiten ohne eine Mindestzahlung vereinbart und nur auch ohne eine Laufzeit? Vielleicht hast du dir Geld von der Familie, von Freunden geborgt. Dann mach das Ganze und vermerk den Betrag, den du maximal aufbringen kannst und führe das Ganze auch mit auf. Als nächstes teilst du den Betrag, den Gesamtbetrag, durch den monatlichen Mindestbetrag, den du dafür aufbringst. Da hast du hier 20, für das Auto hatten wir hier 200 Euro, jetzt 30, für die Kreditkarte 10.
Ja, das ist die Laufzeit, wie lange das dafür noch läuft, wie lange du dafür noch bezahlst. Als nächstes nimmst du dir einen Stift in einer anderen Farbe, nimm den roten und bringst das Ganze in die Reihenfolge und fängst mit der geringsten Zahl an und schreibst dahinter eine 1, dann nimmst du die nächste, 2, 3 und so weiter und bringst das Ganze in eine Reihenfolge. Und wenn wir uns mit unseren Schulden beschäftigen, wenn wir darüber reden, wenn wir darüber sprechen, dann kommen oftmals Ratschläge wie, ja, fang mit der Schuld an, wo der höchste oder der niedrigste Zinssatz ist, zahle mehr als notwendig oder kürze deine Ausgaben. Ja, mach einfach weniger Ausgaben. Ja, du kannst dir die Schuld nehmen mit dem höchsten oder mit dem niedrigsten Zinssatz, ist ein Ansatz, nur in diesem Prozess, in diesem Modell ist es wichtig, dass du schnell Erfolge siehst, dass du schnell Erfolge generierst. Und wenn du dich nach den Zinssätzen orientierst, kann es sein, dass es vielleicht auch die Schuld ist, die noch am längsten läuft. Von daher, schau einfach nach der Reihenfolge. Zahl mehr als nötig kann auch eine Herausforderung sein, wenn der Schuldenberg eh schon oben an der Spitze ist und einfach nicht mehr geht. Hier lade ich dich einfach ein, stell dir die Frage, wie kann ich noch zusätzlich etwas aufbringen, wie kann ich zusätzlich noch Geld generieren, ein Einkommen generieren, kurz wie auch mittelfristig. Vielleicht hast du einen vollen Keller oder der Dachboden ist voll mit Sachen und beim Nachbarn genauso. Nimm die Sachen, sag zu ihm, hey komm, bevor du sie wegschmeißt, gib sie mir, fotografier ab, stell bei eBay rein. Denn das, was du nicht brauchst, irgendwo gibt es vielleicht jemanden, der genau danach sucht. Und es gibt noch weitere Möglichkeiten. Hierzu gibt es auch nochmal ein separates Video bei uns auf dem Kanal. Schau einfach nach. Ja, genau. Der nächste Step ist, du fängst dann an mit der kleinsten Schuld und tilgst diese. Und sobald diese getilgt ist, nimmst du deinen fettesten roten Stift, setzt an und streichst diese Schuld weg. Klopfst dir auf die Schulter und sagst, yes, ich kann es, ich kann meine Schulden tilgen, ich habe es geschafft, ich habe den ersten Schritt, habe ich getan. Und danach nimmst du diesen Betrag und packst den auf die nächste Schuld, auf die zweite Schuld. Hast du diese getilgt, machst du auch wieder, streichst du durch und nimmst dann diesen Betrag und packst es da auch und gehst Step by Step deine einzelnen Schulden durch und tilgst diese nach und nach. Ich verspreche dir, dieser Prozess, es macht Spaß. Du wirst sehen, wie leicht und wie schnell du letztendlich deine Schulden abbauen kannst, wie schnell du dich von deinen finanziellen Sorgen befreien wirst. Ich selbst bin diesen Prozess durchgelaufen. Ja, ich habe mich dadurch von meinen finanziellen Sorgen befreit. Und jetzt probier es aus, versuch's, wend es an. Schreib mir gerne, wie sind deine Erfahrungen, wie sind deine Ergebnisse, schreib es in die Kommentare. Vielleicht hast du andere Methoden, andere Möglichkeiten. Lass es uns gerne wissen, lass ein Like da, abonniere unseren Kanal, wenn du noch nicht hast. Klasse, dass du dabei warst. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, dein Patrick. Ciao.